Ja, also heute war so zu Mittag der Besitzer da und hat auf einmal ganz anders geredet als gestern. Also gestern hat er noch gesagt, er könnte sich das vorstellen, irgendwie eine Zwischennutzung anzubieten, wenn zum Beispiel ein Verein oder Einzelpersonen das übernehmen. Darauf, also er hat halt gesagt, es liegt nicht allein bei ihm die Entscheidung und er muss es halt noch absprechen. Und er meinte, dazu würde ein Gespräch stattfinden am Vormittag heute und dann kommt er halt wieder vorbei. Und er war eigentlich ziemlich unruhig so und hat relativ, ja, relativ gegen gewirkt auf einmal. Und heute hat er dann halt gesagt, das geht jetzt nicht und wir sollen bis 17 Uhr gehen. Und auf Nachfrage, warum denn jetzt auf einmal nicht mehr, hat er unter anderem gesagt, dass verschiedene Politiker auf ihn Druck gemacht haben. Es war wohl Polizei vor Ort, das habe ich selber nicht gesehen, da war ich gerade nicht da. Und hat irgendwie Ausweise kontrolliert von einzelnen Leuten und hat scheinbar auch zwei Leute mitgenommen, die keine Ausweise dabei hatten. Das ist mir jetzt auch gerade gesagt worden, also ich weiß dazu nicht mehr. Ja, die Polizei hat scheinbar nachschauen wollen, was jetzt los ist, ob noch Leute da sind oder. Aber Anzeichen für eine Räumung, also derzeit nicht, allerdings es muss damit gerechnet werden, dass eine stattfinden wird. Ja genau, also der Besitzer hat uns halt eine Frist gegeben, hat gesagt, wenn ihr bis dahin nicht weg seid, dann wird es eine Räumung geben. Wann die dann stattfindet, hängt auch von der Polizei ab.